Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei The Tales of Monkey Island. Mein Name ist Fogator und Guybrush wartet schon auf seine Aufgaben. Beziehungsweise auf die Probleme seiner Aufgaben. Uns fehlt noch ein Grimassenstück, um das Grimassenduell zu gewinnen. Ich habe mich mal informiert, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe mich nicht spoilern lassen, beziehungsweise keine Komplettlösung gelesen, sondern ich habe einfach mal geschaut, wie funktioniert dieses Spiel einfach. Und zwar ist es ja so, dass eine Grimasse aus drei Teilen besteht, die ja unterteilt ist, ne? Hat man ja gesehen. So. Und wir müssen es quasi schaffen, dass kein Element bei keiner Grimasse sowohl von ihm als auch von mir gleich ist. Das muss jedes Mal was anderes sein. Bedeutet also im Rückschluss, dass wir definitiv alle Teile dieser Grimassen brauchen, damit wir gesiegen können. Wir haben ja schon zwei. Wir haben ja einmal das von Dekava, als er die Säure getrunken hat. Und wir haben den Affenkopf. Ne? Der Affe. So, und eins fehlt uns aber noch. Jetzt schaue ich mal ganz kurz ins Inventar, was wir noch haben, weil das weiß ich nicht auswendig. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. So, wir haben noch einen Becher mit leeren Becher. Damit haben wir ja die Gallenflüssigkeit geholt. Mit dem... Aus dem See. Der Todesgalle des Todes, der Seekuh, die riesig ist, bla. Ja. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann man die ja... Warte mal kurz. Warte mal kurz hier. Das Porträt von Fischeis Alabaster. Es ist mit antikem Schmutz bedeckt. Ich kann das Gemälde nicht sehen. Ich hatte vorhin kurz, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich noch eine kleine Idee gehabt. Und zwar, das ist ja antiker Schmutz. Ich habe ja, ich habe auch keinen Lappen oder so, den ich wegwischen kann. Aber vielleicht geht's ja mit der Säure. Dann werden wir uns doch nochmal ein Becherchen, das war hier, ne? Mal noch ein Becherchen hier Säure holen. Der Pegel ist zu niedrig, um eine Probe zu nehmen. Ach, da kannst du dich nicht... Stimmt, da kann er sich natürlich nicht runterbücken, liebe Guybrush, ne? Dann werden wir jetzt mal hier da... Das ist die, ach so, die verstopfte Protuberanz, die wahrscheinlich hier in diesen Zugang bietet, zu der geilen Affenstatue hier. Seltsames Gewächs. Probieren wir es mal. 50-50 Chance. Mal gucken. Ja, toll. Ich wollte eigentlich direkt zum Nugi. Und dann habe ich natürlich die 50-50 Chance verkackt. So, Nugi. Mach mir nochmal hier hoch. Nugi, mein Freund. Tachchen. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da steh ich total drauf. Blub, 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 blub. Blub, 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 Gallensee. Jetzt hier schnell rein. Zack. Zack. Und ganz schnell da vorne in die Ecke. Und dann wird jetzt hier der geile Dingenskirchen ausgepackt. Und ab damit. Ich will zu dieser Affenstatue. Aber wieder so ein geiles... So, was haben wir jetzt gesagt? Jetzt packen wir doch einfach mal hier drauf. Yes, yeah! Seekuhgalle, das natürliche Lösungsmittel des Meeres. Wow, schau dir die Glubschaugen an. Das sollte reichen. Wenn ich das könnte, wa? Nee, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und da spielt der Nugi wieder langsam. So. Lieber Freund, Buckeye. Jetzt stellen Ahoi. Wir uns der Herausforderung. Was jetzt? Setz eine Wahl an. Ne, die Wahl. Ne, warte mal. Wir duellieren uns. Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Natürlich. Naturalement. Bereit? Ich beginne. Er hat genervt, frisiert. Genervt, frisiert und irre. Sound. Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an. So, warte mal. Was hatten wir jetzt? Wir hatten genervt hat er gemacht, frisiert hat er gemacht und irre hat er gemacht. Dann fange ich mal chronologisch einfach mit allem Ersten an, würde ich sagen. Und dann werden wir sehen, was er dazu zu sagen hat. Zack. Hier kommt... Arr. Stinkend, Fischauge,
Fiesling! Wir haben die erste Runde hinter uns. Da wäre die erste Runde geschafft, aber das haben wir ja schon gehabt. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt... widerwärtig, schielend Affe! Widerwärtig, schielend Affe! Und das ist krass. Ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... So, was hat er gehabt? Widerwärtig, schielend und Affe. Dann gehe ich doch jetzt mal auf den vermummten Strabismus und den alten Knacker. Das ist Arr! Vermummt, Strabismus, alter Knacker! Das gibt's doch nicht. Ich habe dir alle Grimassen gezeigt, die ich kenne. Unfassbar! Threepwood hat den erlauchten Prinzen der Visage geschlagen! Bravo! Na, wer ist jetzt das Beispiel für fehlende Originalität? Nicht originell? Ich? Wenn du das sagst, Kleiner. Ich hab dich besiegt, also fordere ich deine Stimme. Yeah. Ist das so? Hätte ich fast vergessen. Drecksack. Was vergessen? Ich hatte dieses alte Ding bei mir rumliegen. Was kommt denn jetzt? Falter, ist das möglich? Nein. Oh mein Gott. Heiliger Strohsack. Das ist Burgeye. Selten gesehen, Brüder und Schwestern. What the fuck, ey? Dann schluckt das runter und ist auch wieder. Wenn das nicht habt, ist der Wettbewerb zu Ende. Das kann ich übrigens auch. Meinst du etwa, ich soll mir beide Augen herausholen? Wow, das ist extrem. Er hat ganz klar gegen die Regeln verstoßen. Welche Regeln soll das sein? Gangnam Style. Jedenfalls sollte es eine Regel gegen den Einsatz der irren Augen geben. Ich habe zumindest einen Kampf geboten. Kannst du mir nicht einfach deine Stimme geben? Ich habe meine Bedingungen klar umrissen. Nicht verarschen? Ich war die ganze Zeit chancenlos, ja? Hast aber lang gebraucht, um das zu durchschauen. Das ist doch scheiße. Wie wär's? Deine Stimme für diese feine Lederjacke. Ach, weißt du, ich war schon auf dem Markt. Aber nein. Deine Stimme, sonst bist du ein toter Mann. Oh ja. Flüchten wir uns in leere Drohungen? Viel Glück. Oh mein Gott. Du stiehlst mir meine Zeit. Oh. Ich hab dein Rumgehüpfe satt. Ich hab die Nase voll von deinen bescheuerten Grimassen und ich bin schon ganz krank wegen... Du hast es übertrieben, mein Freund. Krank, Bruder. Jetzt hast du ein Problem. Die Wut. Du feiger Deserteur. Ich hab die Seelen von Männern vernichtet, die 10-mal so stark waren wie du. Und beim Mittagessen hatte ich sie schon wieder vergessen. Du tust jetzt, was ich sage, sonst wirst du dir für den Rest deines kurzen Lebens wünschen, den Namen Threepwood nie gehört zu haben. Oh ja. Ups. Wow. Was war das? Das ist die brutale grüne Dämonengrimasse. Threepwood gewinnt mit der ekligsten Visage diesseits des Hypothalamus. Oh ja. Ja? Na gut, er gewinnt. Meine Stimme gehört dir, aber ich werde dich im Auge behalten. In dem aus dem Mund. Schön. Ja, das ist nett. Also gut, Spiel wird gespeichert und los geht's. Ahoi! Was jetzt? Ich will die Wahl. Okay, stimmen wir ab. Sehr gerne. Was habe ich aus Versehen gekriegt? Entschuldigung. Unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Ja. Klasse. Wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Und ich habe alle. Ich habe sie alle bekommen. Bruder Noogie, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend. Was sagst du dazu? Also, ja. Ja. Ich stimme mit Ja. Ich glaube, er wird die Stimmung heben. Ich hab den Fick. Fragwürdig. Besorgt. Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Nun, Threepwood hat mir erst vor kurzem einen außergewöhnlichen Gefallen erwiesen. Wie lautet also deine Entscheidung? Natürlich lautet meine Entscheidung, nein, was? Niemals. Ich würde es ihnen nicht erlauben, sich an der Freude, ein Bruder zu sein, zu weiden. Was? Ich hab dir einen Körper besorgt. Was meinen Verrat nur noch teuflischer macht. Ich bin der König der Folter. Ich werde deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Ja, Nein-Stimme, Bruder. Das macht zwei Nein-Stimmen. Ich stimme mit Nein.
Hey, hast du nicht gesagt, dass ich locker dabei bin, wenn ich dich beim Piratengrimassenduell bezwinge? What the fuck? Ja, Mann. Ich finde, du musst erst noch deinen Teil der Abmachung erfüllen. Oh, also gut. Aber nur um die Integrität der Bruderschaft aufrechtzuerhalten. Ein Sieg der Bürokratie. Ah, tut mir leid. Die Aufnahme kann nur durch einstimmige Wahl erfolgen. Wie wär's mit einfacher Mehrheit und Abklatschen? Da wird wohl nichts draus. Was ist denn da? Warum zeig ich dir mir die Seku? Mori, dieses verlogene Schädelkind, Alter. Was soll das? Hallo, Santino. Aloha. Was soll das? Wo ist das Problem? Ich tu dir einen Gefallen und so zahlst du es mir zurück? Glaubst du, ich, Mary, der dämonische Schädel, würde dir jemals die Freude gönnen, in der Bruderschaft willkommen zu sein? Ja, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ich würde lieber zu Staub zerfallen, als zur Aufnahmezeit ein Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Natürlich, wenn ich dich vor Leid heulen sehen könnte während der Einführungszeit, hättest du meine Stimme. Ah, Mann, Mann, Mann. Vertraue niemals einem sprechenden Schädel. Weißt du, ich habe dich auf diese Welt der Zweibeiner gebracht. Ich kann dich auch genauso schnell wieder hinaus befördern. Drohungen werden mich nie umstimmen. Du wirst niemals meine Stimme für die Bruderschaft bekommen. Bist echt ein mieses Stück Brot einfach. Wir sprechen uns später, Murray. Pass auf dich auf, Windbeutel. Kennerkind, ey. Gibt es nicht. Was machen wir jetzt? Die Seko habe ich ja gesehen, ne? Vielleicht kann ich jetzt oben irgendwas machen. Hat der... Oh ja, es lädt. Was macht er denn jetzt? Was hat sich hier geändert? Sir, wenn ich etwas sagen dürfte... Ja, Sir Winslow, schieß mal los. Wie geht's Ihnen, Winslow? Kann ich Ihnen etwas bringen? Einen Becher Gallenflüssigkeit vielleicht? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich, gerade als ich mich etwas ausruhen wollte, auf etwas Beunruhigendes stieß. Oh oh. Nicht schon wieder ein Ausbruch der polynesischen Bettmilben. Nein, das können Sie mir glauben. Ich habe zwischen den Laken schon manch Beunruhigendes gesehen. Was ist es dann, Winslow? Ich glaube, eine Drohung, Sir. Ich ließ sie drüben am Landungssteg. Da war eine Nachricht dabei. Das erwartet denjenigen, der sich mit der Bruderschaft anlegt. Na toll, was ist das? Heiliges Krümelmonster. Oh mein Gott, wir werden ein Seepferdchen. Ich liebe so etwas. Ja, geil. Und ein Seepferdchenkopf. Aber wo kommt dieser Keks her? Und was hat dieser Keks zu bedeuten gehabt? Hallo? Ein Seepferdchenkopf. Riesenseekühe essen die Dinger wie Cracker. Mann, wenn jemand kleine, fischförmige Cracker für Menschen machen würde, würde er ohne Ende Geld scheffeln. Ja, Fischlies, ne? Hammer geil. So, was machen wir denn jetzt? Murray? So eine Scheiße. Da fällt mir ein. Ich meine, ich habe ja jetzt schon zweimal Gallenflüssigkeit benutzt. Dann kann ich die nochmal holen. Nugi? Nugi, mein Freund. Play the beat for me. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Das machst du. Also es scheint noch zu gehen. Dann werden wir uns nochmal einen richtig geilen Becher von dem Zeug holen. Dann könnten wir vielleicht... Ich werde einfach Marys Körper auflösen. Wie wär's denn damit? Das ist bestimmt machbar hier. Psst. Hallo. Ah, ich habe ja noch... Da ist ja noch was drin. Ich kann ja aber nochmal auflösen. Ich habe schon welche. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ja, Mary. Dann werde ich dich jetzt, frei machen, Freund. So, lieber Freund. Dann werde ich dich jetzt mit Säure überkippen, deiner Affe. Ein Becher Galle?
Ich bin noch nicht von gestern. Du sollst mir das nicht anbieten, Mann! Wenn du glaubst, du könntest den Zerstörer der Welten mit einem vergifteten Getränk töten, hast du falsch gedacht. Du solltest eben die Scheiße einfach ins Gesicht kippen, Mann.